Gerade sägen ist kein Hexenwerk, das kann jeder lernen. Hier zeige ich dir, wie ich das mache. Anzeichnen ist natürlich das A und O, das muss präzise erfolgen. Denn an dem Anriss wollen wir gleich entlang sägen. Jetzt setze ich das Sägeblatt an. Um einen sauberen Start hinzubekommen, nutze ich den Daumen, um das Sägeblatt ein bisschen abzustützen. Außerdem kann ich mittels des schon erklärten Spiegeltricks überprüfen, ob ich die Säge rechtwinklig zur Fläche halte. Jetzt das Sägeblatt schön waagerecht zur Fläche halten und nicht so stark neigen. Die Zähne würden sonst viel zu hart eingreifen und das Sägeblatt rattert übers Holz und wir bekommen keinen präzisen Start. Nun beginne ich, diesen Anriss entlang zu sägen. Nicht tief, sondern erstmal nur so eine kleine, ja, wie sollte man sagen, eine Nut vielleicht, in der das Sägeblatt nachher schön geführt werden kann. Also ganz in Ruhe, langsam und mit Bedacht dem Anriss bis zum anderen Ende folgen. Wie dir vielleicht auffällt, lasse ich tatsächlich das Sägeblatt die ganze Zeit in dem Schnitt. So, nun sind wir am anderen Ende angelangt. Und jetzt können wir anfangen, den Sägeschnitt nach unten zu führen. Nebenbei können wir über den Spiegeltrick auch noch mal kurz kontrollieren, wie wir unser Sägeblatt halten. Hier zeige ich exemplarisch, wie ich das Sägeblatt jetzt führen werde. Ich werde es also absenken an dem Anriss entlang, sodass quasi ein Dreieck entsteht. Das wäre der Sägeschnitt, den ich führe, und es entsteht so ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist wie eine selbstgemachte Sägelade. Es verhindert das Abkippen des Sägeblattes. Wieder der Spiegeltrick, immer mal wieder zwischendurch. Das ist jetzt sozusagen die Blickrichtung, also wie ich selber auf die Säge schaue. Jetzt bin ich auch mit diesem Anriss bald fertig. Und jetzt kannst du auch sehen, was ich meine. Also, das ist wie eine Diagonale durch das ganze Holz durch, also zwei Dreiecke. Jetzt wird das Holz gedreht und ich beginne an dem nächsten Anriss entlang nach unten zu sägen, wobei das Sägeblatt durch den vorhandenen Sägeschnitt geführt wird und am Abkippen gehindert wird. Auch hier beginne ich erstmal mit einer fast waagerechten Säge und senke die dann auch an dem Anriss nach unten weg. Geführt durch den schon vorhandenen Sägeschnitt arbeite ich jetzt ganz langsam mich durch das Holz durch, bis ich es komplett durchtrennen kann. Und dann sehen wir, ob es geklappt hat oder ob es eben irgendwo Kanten gibt. Wir sind gespannt. Und ja, das kann sich sehen lassen. Jetzt aber werde ich noch einmal kurz auf die Körperhaltung eingehen müssen, weil diese ist auch unheimlich wichtig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also stehe ich sozusagen mit der Körpermitte zu dem Anriss, kann ich gar nicht vernünftig sägen. Ich schaue zwar gut auf den Riss, den kann ich gut so sehen, allerdings ist mein Arm abgewinkelt und mein Bauch ist im Weg. Jetzt kann ich einen Schritt zurücktreten und habe dann wieder ein bisschen Platz. Dennoch ist mein Arm immer noch abgewinkelt. Besser ist es also, dass der Riss auf einer senkrechten Ebene mit dem Schultergelenk ist. Das kann ich erreichen, indem ich ein Stück, in diesem Fall nach links, gehe. In diesem Moment wird mein Arm frei und gerade und ich kann die Säge sauber den Strich, den Riss entlang führen. Ja, so einfach kann das sein. Achtet nächstes Mal drauf. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß beim Ausprobieren und immer gute Ergebnisse.